Hi und herzlich willkommen zum Schminkköpfchen-Sonntag. Und das ist jetzt der letzte Schminkköpfchen-Sonntag 2015, sprich das letzte Schminkköpfchen dieses Jahres, aber auch das erste Schminkköpfchen für 2016, denn es überschneidet sich ja so. Neujahr ist ja am Freitag. Und ich hatte Freude dran, das letzte zu packen. Ich kann nicht glauben, dass jetzt schon wieder ein Jahr vorbei ist. Also wir stehen jetzt wirklich kurz vor Silvester. Ich finde das richtig gruselig, wie schnell das ging. Aber ich habe mein letztes Schminkkörbchen gepackt. Und was ich euch jetzt auch gleich einmal noch sagen muss, damit ich es nicht vergesse, es wird jetzt diese Woche kein Video mehr von mir geben. Also in diesem Jahr ist das jetzt wirklich auch das letzte Video. Wir fliegen nämlich morgen in die Heimat. Hallo. Wir fliegen nämlich morgen in die Heimat und bleiben da 4 Tage, also wir kommen an Silvester zurück. Und deswegen schaffe ich es jetzt auch kommende Woche, kein Video mehr zu drehen. Also das ist jetzt wirklich mein letztes Video für 2015. Und ja, ich habe mir, wie gesagt, mein Schminkköpfchen gepackt. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Und ja, zeige euch jetzt, was ich quasi die letzte Woche diesen Jahres tragen werde und somit auch an Silvester und an Neujahr. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe mir als Foundation reingepackt. Und ach ja, jetzt muss ich euch doch noch was sagen. Ich hätte es eigentlich auch mein Reiseschminkköpfchen nennen können, weil die Sachen nehme ich jetzt natürlich auch mit. Also wie gesagt, wir fliegen ja morgen und die Sachen packe ich jetzt auch ein. Und deswegen habe ich mir eine Foundation rein, auf die ich mich 1000%ig verlassen kann. Und zwar ist das von L'Oreal, das Indefectible 24-Hour Matte Make-up in Natural Rose. Das wird meine Foundation für kommende Woche werden. Dann werde ich die fixieren, auch eigentlich mit einer Powder Foundation. Aber ich wollte nicht diesen riesigen transparenten Puder-Eimer mitschleppen. Und zwar ist es von MAC, meine Studio Fix Powder Plus Foundation in NC15. Und die funktioniert halt auch super, einfach um die T-Zone so ein bisschen zu mattieren. Was ich trotz großen Matte Make-up also einfach machen muss. Dann habe ich als Concealer für meinen Bereich unter den Augen meinen MAC Pro Longwear Concealer in NC15. Und dann nehme ich mit von e.l.f. den High Definition Under Eye Setting Powder in Sheer. Dann werde ich einpacken als Base für meine Augen. Nee, Quatsch, ich mache mit meinen Augenbrauen weiter. Ich habe von Kiko meinen Precision Eyebrow Pencil in der Farbe 04, den ich mitnehme. Und ich nehme nächste Woche nicht mein Wax von Kiko, das ich derzeit nehme, sondern ich will was, auf das ich mich wirklich verlassen kann, weil ich halt auch nicht daheim bin. Und zwar nehme ich da wieder mein Alverde transparentes Augenbrauen- und Wimperngel mit, das halt einfach super die Augenbrauen fixiert und das ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Dann habe ich eingepackt für meine Base, für meinen Lidschatten. Von MAC, den Painterly Pro Longwear Paint Pot, den ich ja ständig benutze. Auch der wird mich die letzte Woche in diesem Jahr begleiten. Dann habe ich mir als Lidschatten reingepackt meine Sie-Palette. Und die habe ich mir reingepackt, weil ich eigentlich 2 MAC-Lidschatten benutze, aber auch einen von Make-Up Geek. Und die Make-Up Geek-Lidschatten kleben oder halten nicht in der MAC-Palette. Deswegen musste ich halt meine MAC-Lidschatten da reinpacken. Also ignoriert das alles. Es geht mir hier nur um diese 3 Lidschatten. Und ich hatte letzte Woche meine MAC-Palette und da ist mir ein Lidschatten in die Finger gefallen, den ich schon ewig nicht mehr benutzt habe, der aber wirklich wunderschön ist. Und den ich dann diese Woche benutzen wollte. Und zwar ist es Woodwinked. Und das ist der hier. Und das ist wirklich, fliegt mir klein entgegen. Ich will eigentlich nur swatchen. Das einmal hier ein bisschen ablegen. Das ist Woodwinked. Und das ist wirklich eine super schöne Farbe. So ein Bronze, Gold, Orange. Ups, hier ist nochmal was. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Farbe. Und die habe ich mir aufs komplette bewegliche Lid gegeben und auch so ein bisschen in die Lidfalte mit verblendet. Und als Farbe für die Lidfalte und auch halt so ein bisschen als Transferfarbe habe ich mir Creme Brûlée von Make-Up Geek mit rein, der, wie ich finde, super dazu passt. Und das ist wirklich auch ein super Crease-Blend, Ausblend-Transferfarben-Ton. Was rede ich? So sieht's aus. Und die 2, finde ich, passen ultra, ultra gut zusammen. Und dann habe ich mir noch einen Highlighter rein, auch von MAC, und zwar Rice Paper. Und das ist so ein, ich bin immer so grottig im Farben beschreiben, so ein Champagner
so ein Champagnerton. Das ist ein wunderschöner, wunderschöner Highlighter, der gerade hier super dazu passt, finde ich. Ich swatche einmal noch gut und daneben, dass man wirklich die drei Farben mal zusammen sieht. Guck mal, Woodwind, Crème Brûlée und Rice Paper. Und das trage ich auf meine Augen. Und das sieht so schön aus. Und es geht auch super schnell, weil einfach Lidfarbe ausblenden, tralala, ein bisschen Highlighter und fertig. Und ja, diese drei Lidschatten werden mich nächste Woche begleiten. Dann habe ich als Mascara was Neues, was mich total geflasht hat. Und zwar von Make Up For Ever, die Smoky Extravagant Mascara in, steht jetzt keine spezielle Farbe drauf, aber es ist halt schwarz. So sieht das Tübchen aus. Es ist so, halt so rum. Und es ist so ein kleines Sample. Und als ich die geöffnet habe, dachte ich mir, oh wow, was ist das für ein Bürstchen? Ich hatte noch nie so ein fettes Mascara-Bürstchen, obwohl die Too Faced ist auch ziemlich groß, aber das ist der Hammer. Und dachte mir erst so, oh mein Gott. Aber ich muss sagen, das ist super, denn man geht ja, ne, dann ran und hat hier hinten diese dicken, den dicken Teil für die äußeren Wimpern und dann kann man gleich so in einem auch die vorderen mit tuschen, weil man dann die dünne Seite hat. Ich finde das super praktisch irgendwie. Und der Effekt dieser Mascara, wow, also ich bin hochbegeistert. Die ist, die verlängert ultra, also das ist der Wahnsinn und macht auch super schönen Schwung. Und also der erste Tuscher hat mich wirklich überzeugt, muss ich sagen, also super. Dann habe ich mir reingepackt noch für meine Augen von Urban Decay 24/7 Cloud and Eye Pencil in Perversion. Das ist ganz, ganz schwarz und den habe ich nur benutzt für Tightlining. Und zwar habe ich mir ganz, ganz vorsichtig was auf meine obere Wasserlinie gegeben, einfach nur um die Wimpern so ein bisschen zu verdichten. Ich wollte keinen schwarzen Lidstrich, weil ich diesen wunderschönen metallischen, ja fast schon metallischen Effekt von Woodwind nicht irgendwie zerstören wollte mit Schwarz. Das wollte ich, dass es für sich alleine steht und deswegen habe ich einfach nur so ein bisschen Tightlining gemacht. Dann habe ich als Blush für kommende Woche, was das ich vor kurzem schon mal, also ein bisschen ist schon hier, und zwar von MAC ein Mineralized Blush in Warm Soul. Und das passt halt einfach super schön hier dazu. Das ist so ein schöner, warmer, rostgoldener Ton. Ich versuche immer ordentlich zu swatchen, dass ihr das auch schön seht. Sieht fast, es sieht aus wie Crème Brûlée und Woodwind zusammengemischt, finde ich. Das hier ist Warm Soul und der ist wirklich super, super schön. Der schimmert auch so schön. Ich mag den unglaublich gerne, den Blush. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen erkennen. Und last but not least, ich habe für meine Lippen zwei Produkte eingepackt. Was ich jetzt auf meinen Lippen trage, ist ein Maybelline Matte Lipstick und zwar in der Farbe Nude Nuance. Das ist der. Und jetzt habe ich so braun. Ja. So richtig dunkler brauner Ton, der aber halt hier super schön dazu passt. Aus. Und dann habe ich noch einen von Wet n Wild drin, von dem ich euch nicht sagen kann, wie die Farbe heißt, denn es ist hier nichts mehr drauf. Also es ist leider kein Name mehr mit drauf. So sieht die Farbe aus. Es ist auch ein sehr, sehr dunkler, bäriger. Ja, der ist mir so ein bisschen bärig, aber passt hier, glaube ich, auch ultra schön dazu. Und es ärgert mich, dass ich euch nicht die Farbe sagen kann. Ich weiß es nicht. Nee, habe ich wahrscheinlich mit der Verpackung dann weggerissen. So sieht der aus. Und der passt halt da auch ultra schön dazu, wenn ihr hier mal guckt. Schön. Das ist eigentlich ein sehr herbstliches Farbschema, finde ich. Aber ich mag es einfach. Es passt halt trotzdem noch in die Jahreszeit. Und ich finde das, ich persönlich finde, dass es mir auch sehr gut steht. Muss ich jetzt mal so. Aber deswegen fühle ich mich sehr wohl mit diesen Farben und freue mich jetzt auch schon, die nächste Woche zu benutzen. Und ja, mein letztes Schminkkörbchen 2015. Ja, yeah, ich freue mich sehr. Ich muss jetzt einmal noch ganz kurz was sagen. Ich freue mich sehr, dass ihr mich das Jahr durch begleitet habt. Mein kleinen Kanal ist ja klein, aber ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen, der hier vorbeiklickt. Es motiviert total. Kommentare oder auch Daumen hoch oder natürlich auch, wenn neue Abonnenten dazukommen. Das motiviert total und es macht ultra viel Spaß. Und ich werde auch in 2016 nicht aufhören. Und ich habe ganz viele Ideen. Ich bin gespannt, wie es jetzt dann auch wird mit dem Umzug, wie ich dann zu meinem
meinen Platz wieder finde in der neuen Wohnung und ja, mal gucken. Es ist, 2016 wird aufregend, zumindest haben wir auch das Anfang. Aber es ist ja sowieso aufregend, wenn man ein Kind hat. Das ohnehin. Und ja, nachdem wir uns dieses Jahr nicht mehr sehen werden, wünsche ich euch einen ganz, ganz guten Rutsch ins neue Jahr. Egal, ob ihr irgendwie Party machen geht oder ob ihr zu Hause seid. Wir werden ganz gemütlich zu Hause feiern. Es kommen Freunde vorbei, also ein befreundetes Pärchen. Und wir werden da ganz gemütlich essen. Die bringen Essen mit, was sehr, sehr praktisch ist. Und ja, werden einfach ganz gemütlich ins neue Jahr feiern und auch gleich so ein bisschen Abschied feiern wahrscheinlich. Ich mache mich auch so ein bisschen traurig dieses Jahr. Ich freue mich, aber es ist auch ein bisschen traurig irgendwie. Und ja, ich wünsche euch, wie gesagt, einen ganz, ganz guten Rutsch ins neue Jahr. Startet gut und ganz, ganz herzlichen Dank für 2015, fürs Zuschauen, fürs Reinklicken heute. Habt noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns nächstes Jahr. Und das klingt total cool, das zu sagen. Bis nächstes Jahr. Tschüss.